Sie kommen zu spät, Herr Inspektor. Die Veranstaltung ist schon vorüber. Wer ist sie? Vom jetzigen Standpunkt aus eine Erinnerung. Fakten. Eva Kaltenbrunner, 38. Sie war mit Ihnen verheiratet. Erstaunlich. Gute Arbeitsstraße. Sie dürfte in dieser Nacht mit mindestens 8 verschiedenen Männern Geschlechtsverkehr gehabt haben. Hat wohl nicht ausgereicht. Darf ich mit der Reanimation beginnen, Sir? Hallo Eva. 19 Uhr Anzug. Ich weiß nicht. Du, geht's dir gut? Wo warst du denn in der Nacht? Hallo? Hallo? Ach, Scheiße. Entschuldigung, habe ich falsch geparkt? Was ist es? Das ist Ihre Zukunft. Zukunft? Ah, danke. Super. Sie sollten auf Ihre Frau aufpassen, Herr Kaltenbrunner. Jetzt wird's aber eng, Kaltenbrunner. Trottel. Wie schaust denn du da? Ist was? Ich hab's eilig. Alles okay? Ja! Die Eva ist nicht heimgekommen in der Nacht. Weißt du was? Ich? Na, aber irgendein Vorwand, den du schlugst, wird sie schon finden. Ist wirklich alles okay? Ja, super. Ich muss schiffen. Entschuldigung. Jetzt aber eng, Kaltenbrunner. Ja, ich bin sofort in der Klasse. Ich muss noch kurz. Oh ja? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Also, Wassermarsch. Fragen Sie sich auch manchmal, was Ihre Zukunft noch bringt?
Wie wird mein Leben wohl in 20 Jahren aussehen? Bestellen Sie jetzt die wichtigsten 45 Sekunden Ihres Lebens. Bestellen Sie ein Stück Ihrer Zukunft. Wählen Sie diese Nummer und Sie erhalten eine Videokassette mit einem kleinen Ausschnitt Ihrer Zukunft. Dieses Angebot ist über den normalen Handel nicht erhältlich. Schlagen Sie zu! Ihre Zukunft ist jetzt! Hättest du dir jemals gedacht, dass wir zu denen gehören, zu denen wir nie gehören wollten? Ich meine, schau's da an. Vertrottelt, verfettet, dumm. Hallo? Hallo? Du, wegen vorhin, das tut mir leid, okay? Herr Strasser. Frau Leitner, danke. Bitte, Eva, ich will dich nicht kontrollieren. Ich hab mir Sorgen gemacht. Boah, Leitner, 5 Sätzen. Hallo? Da werden wir wohl nachsitzen müssen. Hallo? Ja. Aus. Aus? Wie aus? Aus? Ja, aus. Sie war unterwegs, geschäftlich. Geschäftlich? Ja, geschäftlich. Geschäftlich? Und du fragst, ne? Was? Naja, man muss ja auch Geschäftliches und Privates trennen können, ne? Genau. Apropos, hat der Löbel schon mit dir geredet? Nein. Mit dir? Ich verstehe wirklich nicht, warum der sie ins Ministerium versetzen lässt. Was kann ich dir sagen? Erstens hat er dort keine Herr Schule. Herr Strasser. Pause. Ist gerade aus. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Frau Leitner, ich hoffe, Sie haben sich gut vorbereitet. Tja, wie fangen wir zwei das jetzt am besten an, Kollege Kaltenbrunner? Schauen Sie, Sie sind sicher einer der fähigsten Kräfte hier bei uns im Lehrkörper. So viel steht einmal fest, aber Sie haben halt leider Gottes, und das wissen Sie so gut wie ich, keinerlei wie auch immer geartete Führungsqualitäten. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wie alt sind denn Sie eigentlich? Bitte? Wie alt Sie sind? 43. Naja, bitte. Da liegt ja die ganze Zukunft noch quasi vor Ihnen. Meine Frau ist anderer Meinung. Schreiben Sie eigentlich noch? Wir wollen mit der Zukunft. Naja, wer auch immer. Ich habe mich jedenfalls entschlossen, meinen Freunden im Ministerium, den Kollegen Strasser, als meinen Nachfolger vorzuschlagen. Das ist sicher die richtige Entscheidung. Das glaube ich auch. Viel nützen. Sie sollten wirklich aufhören damit. Es ist nämlich strengstens untersagt, der Lehrkörper dermaßen provoziert. Letzten. Milch und ein Stück Zucker. Richtig. Setzen. Danke, Doris. Aha, sind wir schon bei du? Sie ist eine sehr intelligente Frau, diese Leitner, das sage ich dir. Sicher. Das Hirn ist das Einzige, was nicht pudern kannst bei ihr. Dein zynischer Unterton, mein lieber Freund, verrät mir, dass der Löbel mit dir geredet hat. Hat er. Du warst nicht so schüchtern dafür. Aber ich verstehe das, wir kennen uns erst 10 Jahre. Er hat es mir abverlangt. Abverlangt, so ein Scheiß. Mit der Puffen? Ist ja so wurscht. Das Schweigen des Inspektors lag wissend über dem Geschehen. Er griff sich an den Halfter. Noch nie hatte er diese Waffe verwendet. Doch halt, das stimmte nicht ganz. Er verwendete sie täglich. Er trug sie, um all das zu ertragen. Sie beschützte ihn. Sie war seine Option. Sie half ihm dabei, das Schweigen aufrechtzuerhalten. Das geduldige Schweigen, mit der er all dies hinnahm. Für das sie ihn bewunderten. Dass sie als okay, Gelassenheit... Danke. Also... Stellungnahmen, was will der Autor uns sagen damit? Dass der Typ dringend eine Frau braucht.
Genau. Ja, hallo. Ich habe Ihren Prospekt bekommen und ich wollte fragen... Hallo? Hallo, Entschuldigung, der Empfang ist ein bisschen schlecht. Ich habe Ihren Prospekt bekommen. Ja, Future.com. Ja. Und, genau, da wollte ich jetzt... 45 Sekunden und das kostet 8000 Euro. Okay. Und gibt es da Garantien? Ich meine, was ist, wenn ich... das Doppelte zurück bei Nicht-Eintreten? Okay, ich verstehe. Ja, ich bestell. Unter der Nummer. Hm? Ich meine, können Sie irgendwas sagen, wie das gemacht wird? Ist das auf einer wissenschaftlichen... Hallo? Hallo? Dusche, hä? Passt das so? Eva, mein bester Freund wird mein Chef. Das ist super. Weißt du, was mir wirklich traurig macht? Dass dir das so wurscht ist. Weißt du, dass es das war, gell? Der Manfred ist gleich alt wie du. Bis der in Pension geht, vergehen mindestens 15 Jahre. Ich will eh nicht Direktor sein. Und was wird aus unserem Haus? Wie soll man das alles schaffen? Ich habe ja was gespart. 8000 Euro. Da können wir nicht weit springen. Naja, wenn wir unbedingt Geld brauchen, schreibe ich noch einen Bestseller, okay? Eva, das ist doch nicht so wichtig, oder? Du hast recht, es ist nicht so wichtig. Aber was ist denn dir nun wichtig? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Die Schuhe ist nicht wichtig, das Schreiben ist nicht wichtig, das Haus ist nicht wichtig, die Einrichtung ist nicht wichtig, der Gewand ist nicht wichtig, was ich sage ist nicht wichtig, unsere Freien sind nicht wichtig, Sex ist nicht wichtig, was ist überhaupt noch wichtig? Man weiß nie, was die Zukunft noch bringt. Was für Zukunft, Hermann? Wo sind das für Leute heute Abend? Die Schönen und die Reichen. Also genau der wird. Komm, Eva, im Ernst jetzt. Wann meinst du ernst? Ich hab dem Schneider vor einigen Monaten das Haus vermittelt. Und da lottet die ein, nach ein paar Monaten? Ich war mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Geh bitte, schau, wo du hinfährst! Warst du gestern Abend mit dem Schneider unterwegs? Ja, Mann, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, das gehört zu meinem Job. Der Herr Professor, das wird der Herr Professor sein. Guten Abend, Servus, Wolfgang, grüß dich. Grüß dich. Hermann, das ist der Diplom-Ingenieur Schneider. Und die Silberdame ist meine Gattin. Grüß Gott. Veronika, du erinnerst dich an die Frau Kaltenbrunner, Frau Professor Kaltenbrunner. Aber klar, guten Abend. Ja, sehr schön haben Sie es hier, sehr exquisit, gell? Ja. Ja, unser Innenarchitekt hat sich wieder mal sehr viel Mühe gegeben. Ja, wie wär's mit einer kleinen Führung? So persönlich das Haus ein bisschen. Die entschuldigen bitte. Ne? Und was machen Sie beruflich, Herr Professor? Ich bin Lehrer. Fiona! Entschuldigung.
Ins Schlafzimmer schauen, hopfen, ich könnte Ihnen das gerne ein bisschen detaillierter zeigen. Ne? Hermann, das muss sein. Ein bisschen schneller, schneller. Komm, schneller. Na. In the name of love, before you break her heart, think it over. Erstaunlich. Bist du jetzt aber eng, Kaltenbrunner? Hm? Glaubst du nicht, dass jetzt langsam Zeit wird für die Zukunft? Hm? Für die Zukunft, die strahlende. So bloß. Ich habe nicht geschaut, wie das Wetter ist. Das ist was wirklich ein Schuss, gell?
Das ist ein Scherz. Du hast die Eva umgebracht. Ich werde die Eva umbringen. Verstehst? Fußball! Ja, super, danke. Toller Tipp. Weißt du was? Ich geh zur Polizei. Und was dann? Was sagst du dann? Ich werde meine Frau umbringen und verhaften sie mich. Das funktioniert nicht. Weißt, vielleicht ist es auch nur ein schlechter Scherz. So ein technischer Trick oder sowas. Und wenn nicht? Du darfst keine Zeit verlieren. Du musst die Eva verlassen. Du darfst keinen Kontakt mit ihr haben. Das ist deine einzige Chance. Das ist absurd. Ich kann die Eva nicht verlassen. Die Eva ist meine Frau. Bist du so auf dem Gewissen? Schon. Okay, pass auf. Ich habe jetzt dann einen Termin. Du kommst nachher am Nachmittag bei mir vorbei und bringst die Puffen mit. Das ist Wahnsinn, Hermann. Ja, grüß Gott, Magister Kaltenbrunner. Ich habe vorige Woche ein Video bestellt bei Ihnen. Nein, das Video habe ich nur, das ist nicht meine Zukunft. Jetzt hören Sie mal zu. Ich weiß nicht, mit welchen technischen Tricks Sie dieses Video zusammenbasteln. Es interessiert mich auch nicht nur meine Zukunft. Das ist völlig lächerlich. Das ist nicht meine Zukunft, was da oben ist. Ich möchte Ihren Chef sprechen, bitte. Ich möchte Ihren Chef... Entschuldigen. Ich verstehe. Mhm. Aber wie lang? Ich meine, irgendwann muss ja ein Zeitpunkt sein, wo man sagt, jetzt ist es nicht eingetreten und ich kriege das Geld zu... Hallo? Ja. Ja, du machst das. Du machst das. Du machst das gut. Das ist gut. Das ist... Soll ich machen? Soll ich das machen? Doch, komm. Und jetzt. Gemacht. Das ist Tantra. Ja. Oh. 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 Eva, Eva, Eva. Der Hermann ist komisch in letzter Zeit. Bitte, Mandy. Fang schon wieder damit an. Der weiß nix. Glaub mir das. Nein, das meine ich nicht. Gut. Venedig? Bitte. Wollen wir nach Venedig? Schau, ist doch schön, so wie es ist. Wir haben doch unseren Spaß. Ja? Oh Gott. Ja? Ja. Ja.
ist Kleinkaliber. Passt zu dir. Manfred, bitte, was machen wir jetzt? Ich hab das Hotel reserviert. Wichtig. Kein Kontakt mehr mit der Eva. Was hast du dir geschrieben? Liebe Eva, ich muss dich verlassen. Versuch nicht, mich zu finden. Es hat keinen Sinn. Glaub mir, es ist besser für uns beide so. Wir haben keine Zukunft, Hermann. Alles gut. Ja, sehr gut. Was ist da so gut? Gibt's kein Hintertitel mehr. Was ist denn, wenn ich hier doch das Band zeige? Bist du deppert? Du liebst sie doch, oder? Klar. Eben. Ein geschissenen Brief nach 13 Jahren Ehe. Dieser Feigling hat nicht einmal die Eier, dass er mir das persönlich ins Gesicht sagt. Aber es war ja immer sein Problem. Der kriegt einfach sein scheiß Maul nicht auf. Jetzt komm zurück ins Bett. Dieser Wurm will mich verlassen. Verstehst du, der Wurm verlässt mich. Nach 13 Jahren Ehe. Einfach so, ohne Erklärung. Er liebt dich halt nicht mehr. Wieso? Hat er das gesagt, oder was? Nein. Nix, hat er gesagt. Du kennst ihn ja. Na, so kenn ich ihn nicht. Das ist nicht mein Hermann. Ex. Hermann. Raucher oder Nichtraucher? Beides. Beides? Ja. Stehe. Na gut. Stört. Hallo, Manfred, ich bin's. Du, ich halt das nicht mehr aus. Verstehst du, die Eva? Die Eva redet mir dauernd auf die Mobilbox. Ich weiß, aber du darfst jetzt nicht schwach werden. Ja, Mann. Du musst verschwinden. Am besten sofort. Ich will nicht verschwinden. Und ich hab null Geld. Okay, hör zu. Ich kann da Geld leihen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möcht's. Es ist wichtig, ja, Mann. Nimm das Geld und geh. Danke, Manfred. Ist ja kein Problem. Hauptsache, du bist weg. Hermann, red mit mir. Eva. Glaubst du nicht, dass die einfach so schleichen kann? Eva, ich kann nicht reden drüber, okay? Ja, das ist typisch. Immer schlucken, schlucken, schlucken. Der Hermann, da muss ich schlucken. Lass es. Hermann, sag mir's ins Gesicht. Sag mir's ins Gesicht. Sag mir, dass du mich nicht mehr liebst. Sag's mir.